Libertasaus, Libertasaus, Libertasaus. Hallo, hier bin ich mal wieder. Und da der nächste Abschnitt wirklich, wirklich lang ist, würde ich sagen, machen wir auch gleich weiter. Ohne Titel. Bei Einbruch der Dämmerung herrscht ein Kommen und Gehen auf dem Haus am Hügel. Vom Gartenhaus ist der vordere Eingang gut einsehbar und die Frauen des Dorfes gaben sich die Klinke in die Hand. Sie trugen kleine Pakete, Tüten oder Beutel, die leer waren, wenn sie das Haus verließen. Jeden Abend kam eine oder eine andere, manchmal zwei hintereinander, stets alleine, irgendwie geduckt und schweigend. Rabena ist allein im Gartenhaus. Das Schloss war zwar partiell nun renoviert, aber noch nicht bewohnbar, so dass sie bei ihrem Aufenthalt noch immer das kleine Gartenhaus beziehen. Ein hässliches DDR-Relikt aus den 70er Jahren, das sich trotzig in grauen Kubenkraftigkeit im Schlosspark behauptet. Hugo hatte sich beim Bürgermeister des Ortes eingeladen, dessen erdbeerrote Nase auf überreichlichen und regelmäßigen Alkoholkonsum schließen lässt und dessen cholerisches Temperament laut und unangenehm wird, wenn er ein gewisses Maß an Alkohol zu sich genommen hat. Und das war schnell geschehen. Kurz, Rabena hatte keine große Lust gezeigt, ihn zu begleiten. Diese Gespräche langweilten sie. Sie hatte wenig Interesse an Hugos Plänen mit dem Schloss, dem Ort und der restlichen Welt. Sie würde bei Zeiten davon erfahren und das würde allemal früh genug sein. Hugo fuhr dann regelmäßig einmal im Monat in den Osten zum Schloss. Wenn er darauf bestand, begleitete sie ihn. Freude hatte sie an diesen Fahrten nicht. Die Leute hier verunsicherten sie. Ihre Art war so anders als die der Menschen, die sie kannte. Sie bevorzugte alleine in München zu bleiben und dort gelegentliche, aber wie sie fand, intensive und erfreuliche Kontakte zu pflegen, Spaziergänge zu unternehmen und im Lesesaal der Stadtbibliothek einen ausgiebigen Besuch abzustatten. Wenn Hugo nicht da war, gehörten die Tage ihr. Es kehrte eine Ruhe ein, Gelassenheit, von der keine Spur war, wenn er anwesend war und das kleine Haus mit seiner Hektik, seiner Rastlosigkeit erfüllte. Das Haus am Hügel interessierte sie, und seine Bewohnerin, Greta Berger-Scharf, die ihr beim Richtfest vorgestellt worden war und die dort nicht von ihrer Seite gewichen war. Die gepflegte Frau hatte einen gescheiten Eindruck hinterlassen, aber Rabena wurde die Annahme nicht los, dass sich mehr hinter ihrer Fassade verbarg. Kleine Ungereimtheiten, unbedachte Bemerkungen, ein etwas schrilles Lachen, ein dann und wann gehetzter Blick, hier war mehr und anderes zu vermuten, als der erste Eindruck anbot. Im Gartenhaus war es zudem kühl und feucht. Hugo hatte einen kleinen Gasofen im Wohnzimmer aufgestellt, aber er sah es nicht gerne, wenn man ihn anfeuerte, denn Gas sollte und musste gespart werden. Außerdem war der Geruch stechend und unangenehm und, wie Rabena befürchtete, nicht allzu gesund, war wohl dieser Ofen eher für Baustellen oder Rohrbutten ausgelegt. Also verzichtete sie aufs Heizen, zieht sich lieber einen Wollpullover über den, den sie bereits trägt, und lange wollene Strümpfe an. Es ist ein trüber, dunkler Herbsttag, der so dunkel zu enden scheint, wie er begonnen hat, ohne jemals zwischendrin heller zu werden. Feuchtigkeit tropft von den bereits blattlosen Zweigen der Bäume, die zwischen dem Gartenhaus und dem Haus am Hügel stehen und in denen sich eine Schar Raben lautstark vergnügt. Das Schloss schien diese Vögel anzuziehen. Eine ganze Horde begleitete Rabinas ungewollten Aufenthalt hier mit ihrem steten, heisernen Graune und ihrem lauten, erregten Gekreisch, wenn sie alle hochfliegen, um sich alsbald auf dem Gerippe des Daches des Hügelhauses zu versammeln und in brütende Stille zu verfallen. Kurze, brütende Stille. Sie wäre lieber in München geblieben, aber Hugo hatte auf ihr Mitkommen bestanden. Sie wusste, es standen wieder ein paar Termine an, bei denen er ihre Gegenwart wünschte, Anzugträger und Wichtige, deren Treffen sie mit ihrer schweigenden Anwesenheit adeln musste. Wenigstens würde dort geheizt sein. Sie zieht den linken Kniestrumpf hoch, dessen Gummi ein wenig ausgeleiert ist, und steht auf. Sie würde jetzt darüber gehen und sich dem Reigen der Frauen anschließen. Gerade hatte eine das Haus verlassen, und es war ihr keine weitere gefolgt, also beschließt sie, nun ist sie an der Reihe. Fröstelnd zieht sie einen dunklen, gefütterten Parker über, schlüpft in die Galoschen, die unten an der Treppe stehen, und eilt hinüber, vom erheiternden Gekreisch der Rabenschar begleitet. An der Tür des Hügelhauses findet sich keine Türglocke oder Klingel, aber eine altmodische Fahrradhupe, die die Frauen einmal zu drücken pflegten, also tut sie desgleichen. Nach einiger Zeit hört sie Schritte, eine Tür klappern, erneut Schritte und die Haustür öffnet sich. Eine lange, braune Zigarette zwischen den Lippen begegnet sie dem erstaunten Blick von Greta Berger-Scharf, in einen weichen, hellen Wollumhang gehüllt, mit langen, engen Hosen und Pantoffeln, ein exotisches Bild.
Oh, Hoheit, das ist aber eine Überraschung. War dort ein spöttischer Unterton zu vernehmen? Stirnrunzelnd betrachtete Rabina die Frau, kann aber nichts dergleichen erkennen. Hoheit dürfte wohl kaum zutreffend sein, sagte sie bestimmt. Diese Anrede verwendet man ausschließlich für Angehörige des Königshauses. Ich weiß. Greta lächelt willkommen heißend und dreht sich zur Seite, um Rabena den Zutritt freizumachen. Ich freue mich. Bitte kommen Sie herein. Komme ich nicht ungelegen? Fragt Rabena. Nein, gewiss nicht. Man könnte sogar sagen, ich hätte sie erwartet, früher oder später, setzt Greta hinzu. Sie öffnet die Zwischentür, beide überqueren einen schmalen Flur und betreten ein erstaunliches Wohnzimmer. Das Erste, was Rabena auffällt und sie zu einem erfreuten, genießerischen Lächeln veranlasst, ist die Wärme. Herrlich dichte, wundervolle Wärme erfüllt den wohlriechenden Raum wie ein Nest. Dicht an dicht bedecken Schirme die Zimmerdecke. Große, kleine, ein riesengroßer Sonnenschirm wie aus dem Straßenrestaurant und viele kleine Regenschirme, Kinderschirme, Sonnenschirme fügen sich zu einem bunten, absurd fröhlichen Muster, das die Raumstruktur völlig auflöst. Sofas, Sessel, gepolsterte Stühle laden samt und sonders zum gemütlichen Sitzen ein. Räucherstäbchen verbreiten einen dezenten, angenehmen Geruch, der mit Gretas Zigarettenrauch verschmilzt. Auf einem niederen Tisch stehen zwei Weingläser, eine geöffnete Rotweinflasche und eine kleine Schale mit Gebäck. Wunderschöne, geschliffene Gläser. Edles, antikes Silber, das warm blinkt im Schein von vielen kleinen Leuchten, die oberhalb und unterhalb der Schirme hervorlugen und im Raum in zauberisches Sternenlicht tauchen. Greta deutet auf ein Sofa und Rabena lässt sich aufseufzend hineinsinken. Greta schenkt Wein in beide Gläser, ohne zu fragen, ob Rabena etwas zu trinken wünscht, schiebt ihr die Schale mit dem Gebäck hinüber, lehnt sich in einem Sessel ihr gegenüber zurück und sieht sie freundlich an. Prüfend nimmt Rabena einen Schluck Wein, dann gleich noch einen. Das ist ein hervorragender Jahrgang, ein wundervoller Wein, schwer und samtig wie der Sommer. Sie nimmt sich ein Gebäck und dann gleich noch eines und entgegen ihrer Gewohnheit und Erziehung noch eines. Das schmeckt wundervoll und sie merkt erst jetzt, wie hungrig sie ist. Sie begegnet Gretas Blick und deren freundliche Augen. Auch sie lächelt nun. Noch nie, seit sie das erste Mal einen Fuß in diese fürchterliche Gegend gesetzt hat, hat sie sich so wohl, so willkommen gefühlt. Greta scheint das zu spüren und hebt ihr Glas. Willkommen, sagt sie, und ihr Lächeln vertieft sich, wird noch offener, noch freundlicher. Und endlich, endlich willkommen. Rabena schreibt dies dem Umstand zu, dass sie schon längst, wie es die Tradition gebührte, mal einen Antrittsbesuch bei den Nachbarn hätte machen sollen, wundert sich aber über die Schwere und Bedeutsamkeit, mit der Greta diese Worte ausspricht. Da war es wieder. Diese Frau war so nett und freundlich, aber darunter lauerte etwas Sonderbares. Ja, endlich, sagt sie. Ich hätte wirklich schon längst einmal kommen sollen. Sie haben es schön hier. Ungewöhnlich, aber schön. Was haben Sie für Pläne mit dem Schloss? Fragt Greta plötzlich, ohne Umschweife. Rabena schwirrt ein wenig der Kopf. Sie hätte den Wein nicht so schnell auf nüchternen Magen trinken sollen. Nun muss sie sich konzentrieren, um zu sprechen. Ach, wissen Sie, für die Pläne ist mein Mann zuständig. Ich spreche da nicht so viel mit. Verwundert sieht Greta sie an. Und das bei Ihrer Macht? Sie müssen doch wissen, was Sie wollen. Rabena schüttelt den Kopf. Dieser blöde Schwindel, sie ärgert sich. Der Wein ist wohlschmeckend, aber auch schwer. Ach, der Name allein ist doch keine Macht. Heutzutage bedeutet Adel nicht mehr viel. Da ist keine Macht, die ich irgendwie ausnutzen könnte oder müsste. Sie versucht sich an einem entschuldigenden Lächeln. Diese Macht meine ich nicht, sagt Greta, mehr eine andere, nicht irdische. Verwundert sieht Rabena sie an, aber Greta schüttelt nur den Kopf. Lassen Sie uns die Karten legen. Vielleicht erhalten wir dann eine Antwort. Ach, wissen Sie, Greta, das liegt mir nicht so. Ich möchte das, glaube ich, nicht. Und schon gar nicht, wenn mir so schwindelig ist, setzt sie in Gedanken zu. Ist das deshalb, warum die Frauen alle zu Ihnen kommen? Sagen Sie in die Zukunft voraus? Greta schweigt. Na dann eben nicht, denkt Rabena und nimmt einen weiteren Schluck Wein und ein Gebäck, um die Gesprächspause zu überbrücken. Ich denke, mein Mann möchte das Schloss der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen, wenn es einmal renoviert ist, und es in einen Versammlungsort verwandeln, lenkt sie schließlich ein. So hat er das auch im Internet publiziert und daran sind auch die Fördermittel gebunden. Greta sieht sie lange an und sagt dann, als Rowena schon vermutet, sie würde gar nichts mehr erwidern. Dieser Ort hat eine lange Geschichte und es wäre gut, wenn man diese Geschichte zum Guten wendet. Nun endlich. Die Zeit ist reif.
Rabena sieht Greta fragend an. Hier sind nicht immer nur gute Dinge geschehen, ergänzt Greta vorsichtig. Manch einer mag sogar behaupten, dass dieser Ort über die Zeit ein Zentrum des Bösen war. Rabena lächelt nachsichtig. Aber Greta, das meinen Sie doch nicht wirklich. An allen Orten mit Geschichte sind gute Dinge geschehen, aber auch schlimme. Es gibt keine guten oder bösen Orte. Orte haben doch keine Handlungsfähigkeit. Doch, gewissermaßen schon. Dieser Ort hier hat eine wechselungsvolle, aber überwiegend schlechte Geschichte. Und diesen Ort gibt es noch. Vergessen Sie das nicht. Andere Orte hier wurden zerstört und geschliffen. Dieser Ort hier, das Schloss und die Kirche, sind die einzigen historischen Orte, die es hier noch gibt. Es sind starke Orte. Sie können ihrer eigenen Zerstörung entgegenwirken, aber ihre Kräfte sind nicht immer gut. Rabina schüttelt den Kopf. Das ist nicht die Art von Diskussion, auf die sie sich einlassen will. Wenn Sie das sagen, dann wird das sicher so sein, Greta. Ich kenne mich mit solchen Dingen wirklich nicht aus, aber wir können uns doch vornehmen, alles zu tun, um diesen Ort in einen guten zu verwandeln, wenn er denn eine so schlimme Geschichte hat. Einen Ort für die heile Welt, eine Begegnungsstätte des Guten. Die Idee gefällt ihr wider Willen. Sie spürt eine plötzliche Euphorie, wie schon lange nicht mehr. Vielleicht ist das nur der Wein, aber es glimmt ihr in die Gewissheit, dass sie vielleicht, eventuell auch etwas machen könnte. Etwas Eigenes, eigene Ideen verwirklichen. Vielleicht könnte sie das. Sie sieht das plötzlich vor sich. Ein Ort für Kinder und alte Menschen, Tiere, Sonnenlicht, lautes Lachen und Freude, Musik, Kunst, Freude und Freiheit. Das würde ihr gefallen. Das würde sie interessieren. Und sie hat schon so lange nichts mehr wirklich interessiert. Das würde dem Ganzen irgendwie einen Sinn geben. Vage denkt sie, dass es vielleicht nicht unbedingt Hugos Pläne wären. Aber vielleicht könnte sie mit ihm einmal darüber reden. Sie wusste wirklich nicht, was er mit dem Schloss plante. Vielleicht hielt er ja das für eine gute Idee. Sie nimmt noch einen Schluck. Sie nimmt noch einen Schluck Wein und Greta, die ihre Gedanken zu lesen scheint, hebt erneut ihr Glas und stößt mit ihr an. Helles Klingen der geschliffenen Gläser erfüllt den Raum, der plötzlich zu leuchten scheint, zu glühen und Rabena mit seiner Wärme zu umfangen. Ja, sagt Greta mit einem offenen, kindlichen Lachen, mit Dankbarkeit in den dunklen Augen. Ja, das wird es sein. Ein freundlicher Ort, ein Wunderort, ein heilsamer Ort, eine heile Welt, ein Paradies voll Heilkräfte und Freunde. Das wollen wir machen, das können wir machen. Und beide Frauen nicken sich zu. So, ich habe ja gesagt, ein langer Abschnitt. Und es war ein langer Abschnitt. Deswegen will ich jetzt gar nicht viel reden, sondern ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, oder? Tschüss!